Hallo, weiteres Video. Heute keine Empfehlungen, sondern heute wird es wieder ein Collection Update geben, weil ja, ich hatte jetzt auch ein paar Sachen, die ich hätte zeigen können und mir sind jetzt spontan keine Alben eingefallen, die ich empfehlen könnte. Deswegen machen wir das so. Dann gibt es halt jetzt zwei diese Woche und in zwei Wochen dann nochmal eins. Mal schauen, wann der Rest ankommt von der Post. 6 Alben, 2 Tapes, 4-mal CDs und kein Vinyl heute, außer das Album läuft im Hintergrund, nämlich eine Hardrock-Band, die viel zu wenig Beachtung bekommt. Corsair, das Debüt, haben 2 Alben, kommen aus Kanada und verbinden perfekt Tradition mit Moderne. Synthesie mit einer Nuance, Creed and Cambria. Unglaublich toller, warmer Analog-Song. Für mich gefühlt die besten schönen Gitarren in diesem Jahrtausend und ein unglaublich tolles, schönes, melodisches Album, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, deswegen läuft das im Hintergrund. Ja. Corsair mit der Self-Title. Ja. So, das war es dazu, was im Hintergrund läuft. Ja. 2 Tapes, 2-mal Dungeons and Tapes. Erstmal das unspektakulärere, sage ich jetzt mal, nämlich Outcast from the Enchanted Lands ist eine EP aus dem Jahre 2019 von einem polnischen Kleinstlabel mit dem Namen Forgotten Castle Records. Erschienen ja wie gesagt 2019, 5 Songs, ist ein, ich glaube es war auch ein polnisches Dungeons Projekt. Relativ lo-fi, relativ bedrohlich und düster, nicht so diese feierliche Stimmung wie zum Beispiel das, was ich gleich zeigen werde noch, sondern das geht in die, ja, bedrohliche Richtung, in eine gruseligere, spookigere Richtung und mehr Lo-Fi und erinnert so ein bisschen an halt nachts bei Neumond in einer verlassenen Burgruine rumzuschlendern. Relativ bedrohlich wirkt das und relativ spooky. 5 Songs davon ist ein Bosum-Cover, ein obligatorisches Bosum-Cover. Schön gemacht ist, dass das Tape ist eigentlich nur ein, also rein theoretisch hätte es nur einseitig bespielt sein müssen. Man hat sich aber dafür entschieden, dass man auf beiden Seiten einfach das gleiche druckt, wodurch es keine Nummerierung gibt. Weil auf der A-Seite ist dasselbe wie auf der B-Seite, deswegen gibt es hier auch keine Seitenbeschriftung. Hat den Vorteil, man muss nicht vor- bzw. zurückspulen, wenn man es gehört hat, weil beiden Seiten exakt dasselbe ist. Wie gesagt, ziemlich cool, ziemlich low-fi, ziemlich underground. Ist jetzt nicht unbedingt mein Highlight, aber es ist ziemlich cool und hat Spaß gemacht. Ja. Einmal hier, dann das Logo vom Label, dann Forgotten Castle Records. Das war bei einer anderen Bestellung dabei. Ich wollte das andere Tape haben und dann wollte ich aber nicht nur ein Tape bei dem bestellen. Hier die Songliste. Und deswegen habe ich mir das mitbestellt, weil es halt vom Budget gepasst hat. Dann haben wir den guten Gentleman. Hier noch irgendeine Erklärung zum Thema, wie das, was und weshalb und warum und so. Ja, ist ziemlich cool gemacht. Aber hätte ich mir wahrscheinlich nicht bestellt so, aber es war halt günstig und ja, es macht echt Spaß. Habe ich erst gestern Abend nochmal laufen lassen. Macht Spaß, ziemlich bedrohlich, ziemlich low-fi, ziemlich cool. Outcast mit From the Enchanted Lands. Ich weiß gar nicht, ob das limitiert ist, glaube nicht, aber steht zumindest nichts drauf. So, und dann kommen wir zu dem Grund, warum ich mir das Tape mitbestellt habe. Nämlich eins meiner Lieblings-Dungeons-Alben, zumindest. Ich kenne so viele, da bin ich noch ein Neuling. Ein Einsteiger in den Genre, aber das Album hat mir sehr gefallen, weil es ein sehr schönes, nicht mediterranes, aber sehr schön und sehr mittelalterlich und aber nicht dieses düstere, sondern mehr so, ja, dieses ganz normale mittelalterliche Alltag. Jetzt weniger auf Schlachten und so oder sagen wir mal Pest, sondern einfach der ganz normale mittelalterliche Alltag auf einem Dorf oder einer Stadt wird hier quasi musikalisch eingefangen. Und zwar ist die Rede von, mein Gott, ich kann es wahrscheinlich eh nicht ausreden, Marie Louis mit dem Album Future King. Erschienen über Gondolin Records, was ziemlich mein Lieblingslabel in Sachen Dungeons ist, weil die halt immer qualitativ herausragende Veröffentlichungen haben wie das. Also wie gesagt, das ist wirklich tiefenentspannt, schön und man kriegt so dieses
mittelalterliche Leben ganz gut mit, ohne dass, also es wird einem gut musikalisch vermittelt, die Atmosphäre und das Gefühl der damaligen Zeit. Manchmal auch ein bisschen Synth, manchmal auch ein paar Drums dabei, aber recht selten viel Geflöte und so. Es macht echt Spaß. An manchen Stellen ein bisschen folky. Es ist ein echt cooles Album. Limitiert auf 150 Stück. Ich habe Nummer 65 von 150. Ja, die Auflagen sind nicht die größten von Gondolin. Deswegen muss man immer gucken, wo man die herkriegt. Ich beziehe die immer über Discogs und die Preise sind in Ordnung bisher. Einmal hier. Artwork. Ich mag auch hier dieses mit dem Lila oder was das ist. Ich finde das ziemlich schön. Hier noch die Songliste und ein Bild wie eine. Wie der Prinz dem Volke präsentiert wird. I don't know, aber so sieht's aus. Ein kleines. Hat ein bisschen was von König der Löwen, die Szene, wo der kleine Junge hochgehalten wird. Ne? Irgendwie schon. Auf jeden Fall, das ist ein echt cooles Dungeons & Album. Auch für Leute, die finden, dass Dungeons & recht langweilig ist. Das ist was Besonderes und das kann ich echt nur an jedem ans Herz legen. Und alle, die sich für mittelalterliche Musik interessieren, beziehungsweise für Musik, die mittelalterliche Atmosphäre verströmt. Außerordentlich gutes Album und eines meiner Favorite Dungeons & Alben. Ich glaube, war von 2020 oder 19, ich bin mir jetzt nicht sicher. Marie Levy mit Future Kings. Fall doch nicht runter. Ich hoffe, man kann es lesen. Und dann zu einem Highlight aus diesem Jahr. Ich habe es auch schon reviewt, deswegen nicht allzu viele Worte dazu. Nur, ja, es ist relativ schwierig, an die Vinyl-Version zu kommen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, mir die CD irgendwo, die gab es bei Müller. Und dann habe ich mir jetzt die CD geholt und ich wollte es haben. Scheiß drauf, dass ich die Vinyl nicht habe, sondern es die CD sein musste. Aber das Album ist verdammt gut und ich wollte es halt auch physisch haben. Ich hatte es ja schon als Download, als Promo schon, aber ich wollte es unbedingt halt auch nochmal handfest haben. Und die Rede ist von meinem Psychedelic-Album Nummer 2 für dieses Jahr, nämlich Kang Buffalo, The Burden of Relentlessness. Ja, Kang Buffalo, das momentan spannendste Rock-Trio für mich. Die ersten beiden Alben schon verdammt geil. Orion ist wahrscheinlich das Beste. The Longing to be a Mountain habe ich noch heute Morgen gehört. Die gefällt mir auch gut. Aber die und die ist. Dann kam die EP, die von der Länge her auch ein Album hätte sein können. Auf jeden Fall, das hier ist die straighteste, fokussierteste Veröffentlichung von Kang Buffalo. Deutlich härter, deutlich metallischer. Es ist kein Metal, ne? Also nicht falsch verstehen, aber so Einflüsse à la Helmet oder so kann man ja schon im Riffing und im Groove-Fundament heraushören. Ist meine zweitliebste Veröffentlichung, würde ich sagen. Songs wie, welcher war denn? Meditation fand ich ziemlich cool. The Nox war, hatte ich positiv in meinem Review erwähnt, weil er noch einen ziemlich coolen Anfang hatte. Und allgemein, diese Mischung aus verträumten Passagen mit diesem sphärischen Gesang und dann diese harten Riff-Passagen, die wirklich mega heavy nach vorne gehen und mega grooven und richtig geil rocken. Also diese Mischung ist perfekt und Kang Buffalo sollte man definitiv im Auge haben, weil wenn man sich für Stoner, Psychedelic oder Heavy Rock interessiert. Definitiv ein Highlight in diesem Jahr. Hat nicht umsonst von mir 9 Punkte bekommen. Hier Rückseite ist relativ schmucklos. Hier gibt es nicht viel zu zeigen. Einfach Songliste innen drinnen. Wer was gemacht hat, ne? Alles relativ glossy. CD, keinerlei Booklet oder Texte. CD und halt noch ein schönes Bildchen. Aber es gibt hier jetzt nichts zum Gucken. Relativ lieblos, aber hey. Ich wollte es physisch haben. Und die Vinyl-Version ist mir zu umständlich dran zu kommen. Irgendwie hat die Vinyl-Version keinen europäischen Partner, Vertriebspartner, I don't know. Das ist nervig. Ja, dann noch 3 CDs. Einmal Death Metal aus den Niederlanden, die größte Band wohl, Acefix. Ich bin nicht der größte Acefix-Fan. Ich habe das Debüt hier stehen, The Wreck. Die Self-Title finde ich sogar am besten, weil die am düstersten ist und weil die eben nicht so typisch nach Acefix klingt. Die finde ich sogar am besten tatsächlich. Und das ist vielleicht für mich das beste Spätwerk
mit den neueren Alben, die so jetzt aktuell rausgekommen sind, habe ich so, dass die. Die sind sogar gut gemacht und man kann da echt gut. Die gehen auch gut ab und haben echt gute Songs, aber. Die ähneln sich dann doch stark. Also die haben ihr Erfolgsrezept gefunden, aber das variiert kaum. Ich glaube, angefangen hat das mit der hier, aber ich will mich jetzt nicht fassbillen. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut mit Asics aus, aber das Album finde ich immer noch gut, auch wenn ich kein großer Fan bin. Death Emma von 2012. Über Century Media. Ja. Diese Mischung aus nach vorne bollernden Tracks, wie den Titeltrack und halt diesen bedrohlichen Doom-Death-Songs à la Minenfeld, die einen planieren und auch eine gewisse Epik wie In the Magma Memories Rise, also so der Final Track ist dann immer so der epische Song oder wie Doom You to Death. Also ja, aber das Problem ist, die sind zu routiniert mittlerweile, dass ich ja wirklich Bock habe, ihr alles noch ranzuholen. Also die neuen Sachen, die neue zum Beispiel, wenn ich mal Bock habe, die finde ich echt gut, aber die geht schon in diese Richtung zu routiniert und zu, ja, dass sich das ab dem Zeitpunkt wiederholt, so vom Aufbau des Albums und so. Soll jetzt nicht heißen, dass die neuen Alben schlecht sind, sind echt gut, aber mein Interesse, die dann kaufen zu wollen, ist dann irgendwie recht gering. Auf jeden Fall Asphyx Deathhammer ist ein solides Album und das mag ich sehr. Auch wenn das schon in diese Richtung geht. Ja, wir haben hier noch einen Werbeflyer. Ist der aus dem Jahr 2012? Oh nee, ist er nicht. Der ist neuer. Okay. Ja, falls sich irgendjemand für Werbung interessiert. Ich kenne davon nichts, außer Martidot sind cool und Brave kennt man, aber ansonsten. Ja, okay, Perry Ferry kenne ich vom Namen, aber den Rest kenne ich nicht. Dann die CD. Einfach das Artwork. Dann hier nochmal ein Bild und dann das Booklet. Hier gibt es noch ein Booklet bei. Auf jeden Fall Asphyx gehen, ist eine stabile Band, aber wie gesagt, die neuen Alben variieren mir zu wenig, als dass ich sie alle haben muss. Das wollte ich aber haben und das gab es für einen kleinen Preis, deswegen wollte ich das haben. Ich glaube, ich habe für 6 Euro dafür bezahlt und deswegen wollte ich die haben. Ja, mit netten Bildern, Lyrics und halt den einzelnen Bandmembern. Na, man kennt es. Ist jetzt nichts Besonderes. Und natürlich die obligatorische Dankaussagen. Also Asphyx, grundsolide Death Metal Band habe ich Respekt vor, aber ich muss nicht alles haben. Fassen wir es kurz. Ich bevorzuge dann doch andere Bands und vor allem andere. Ich bevorzuge meine Machart, so wollte ich sagen. Mein Death Metal in anderen Macharten als Asphyx. Wie gesagt, grundsolide, gute Band, aber nicht mein Feld. Und dann zwei CDs, die ich mir aus einem recht tragischen Not geholt habe. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ja, wenn ich die CD wieder zusammengebaut habe, muss ich mal kurz ausholen. Wenn ich die CD auch zusammengebaut habe, ja, ich bin gerade zu dumm um die. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, tragischer Grund. Es war letzter Monat. Da gab es einen Tag, wo einfach innerhalb von 48 Stunden 3 Musiker verstorben sind. 3 recht große und bekannte Musiker. Oh, das war schon ein echt harter Tag so. Also für die Musikwelt. Unter anderem der Metal Church Sänger. Der Typ von ZZ Top und Joey Jordison. Und Slipknot und war schon als Jugendlicher eine verdammt wichtige Band. Ich habe sie recht spät entdeckt mit All Hope Is Gone, die ich damals auch im Pro-Markt, immer das hatten wir in der Stadt, die Kette gibt es ja nicht mehr, gekauft habe und ja, seitdem bin ich Slipknot-Fan, beziehungsweise war. Das Interesse ist abgeklungen, das letzte Album habe ich nicht mehr. Das letzte Album, was ich noch gekauft hatte, war die The Grey Five, The Grey Chapter und danach habe ich die Band nicht mehr verfolgt, weil ich auch einfach draußen war. Der Sound wurde mir, also ich mochte zum Beispiel The Grey Chapter von den Songs her, aber der Sound war mir zu schrecklich komprimiert, dass ich einfach alleine wegen dem Sound das Album nicht oft hören konnte.
Die Songs hätten es verdient, aber der Song war schrecklich. Und danach habe ich die Band auch gar nicht mehr verfolgt. Ich habe noch mitbekommen, dass Joey Jordison dann gegangen ist, beziehungsweise gegangen worden ist. Ich weiß nicht mehr, wie genau die Version war. Ich habe die Band einfach komplett aus den Augen verloren. Ich habe vielleicht mal vor 3 Jahren nochmal Iowa gehört. Und dann kam halt auf jeden Fall die Nachricht, dass Joey Jordison verstorben ist. Und das habe ich doch ziemlich hart getroffen an dem Abend. Weil ich, obwohl ich die Band schon seit Jahren nicht mehr höre, aber es war halt ein Jugendidol, ne? Das war schon so, es war mein favorisiertes Slipknot-Mitglied. Ich wollte deswegen Drummer mal werden. Das ist, was irgendwie nie was geworden ist. Und ja, irgendwie hat mich das schon hart getroffen. Und ja, ich habe die Originalversion nicht mehr gehabt. Ich habe die entweder verloren bei einem Umzug, bei irgendeinem, ich habe schon recht viel hinter mir, oder ich habe sie weggeschmissen, weil die einfach nicht mehr gut aussahen, weil ich als Jugendlicher nicht so glimpflich mit meinen CDs umgegangen bin. Und ja, dann war ich bei Müller, dann hatten die die beiden Alben, also die ersten beiden Alben für 5er. Und dann dachte ich mir so, jetzt, na, nachdem auch Joey Jordison verstorben ist, komm, einfach so aus Nostalgiegründen holst du dir die jetzt mal, weil ist ja doch irgendwie ein wichtiger Teil von deinem, na, musikalischen Sozialisation und von meinem Erwachsenwerden. Und deswegen habe ich mir jetzt die ersten beiden Slipknot-Alben geholt, einmal die Self-Titled und einmal Iowa. Fangen wir an mit der Self-Titled. Davor gab es noch eine ein Album in Anführungszeichen, EP-Album, Demos und dem Richtung Made Kill Feed Repeat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig weiß. Ein paar Songs sind auf dem Album und der Iowa, der Titeltrack, ist von dem Titeltrack abgeleitet worden. Auf jeden Fall gab es das, dann sind, glaube ich, 5 von den 9 oder 4 von den 9 ersetzt worden und dann kam das raus von 1999 mit Rick. Was? Rick? Nee, Rick Rubin war es nicht, oder? Der Typ, der aus Sepultura Ross Robinson, nicht Rick Rubin. Ross Robinson, der auch die. Wie heißt sie denn jetzt? Die Roots von Sepultura produziert hat. Und das ist noch sehr durcheinander. Es ist Nu Metal, es hat sehr viel Elektro. DJs gescratche und noch ein paar Hip-Hop-Passagen. Es ist halt, man hat sich hier noch nicht gefunden, beziehungsweise falsch, man hat sich einfach noch ausprobiert. Nicht gefunden ist vielleicht falsch ausformuliert. Man hat hier einfach noch ein bisschen mehr experimentiert und war noch jugendlicher unterwegs und hat einen Fick auf alles gegeben. Deswegen klingt das Album so, wie es klingt. Das ist hier die europäische Version, die hat nur 14 Songs, beziehungsweise 15, der 15. Socken ist hinten versteckt noch drauf. Die Originalversion hat 17 oder 18 Lieder, ich bin mir nicht sicher. Aber man hat sich als Band entschieden, 3 der Songs nicht in Europa zu veröffentlichen, weil man das Gefühl hatte, die wären zu hart für den europäischen Markt. Ich finde die Idee, einen Song hinten zu verstecken, vollkommen beschissen, weil dann geht der Song aus und du guckst so und denkst dir so, warum läuft das Album jetzt noch weiter? Und dann hast du irgendwie 5 Minuten oder 6 Minuten Stille, bevor dann der Final Track kommt. Beziehungsweise kommt nochmal 2 Minuten Gelaber vorher, so, wo die dann so Proberaum-Gelaber haben. Und dann kommt der erste Song. Keine Ahnung, was das soll. Auf jeden Fall, hier sind echt viele Hits und Klassiker drauf. Unter anderem, wir haben Sick, wir haben Eyeless, wir haben Surfacing, Wait and Bleed, Liberate und ja, diese nach vorne gehenden Smasher, richtig geil. Ja, Wait and Bleed ist ein Hit. Ich muss aber persönlich sagen, dass ich so gerade im Laufe der Zeit, wo ich älter geworden bin, vor allem die düsteren, bedrohlichen Songs von Slipknot sogar favorisiere vor den aggressiven nach vorne gehenden. Skizzos ist ein ziemlich kaputter und verrückter, experimenteller Song, der echt, wäre da nicht dieses komische am Ende, dieses ja, mit dem Bonus-Deck, das nervt mich, aber ansonsten Skizzos ist richtig geil, das ist so ein richtig düsterer. Auch bei Iowa finde ich die bedrohlichen Songs im Nachhinein geiler als die, aber wie gesagt, das Album ist verdammt wichtig für meinen musikalischen Werdegang als Musikhörer und deswegen musste ich das haben. Ja, kommen wir zum Inhalt.
Idee. Ja. Ach ja, das Intro, das war so ein Gimmick, das war der Barcode von der ersten Version. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, hier stehen ja so Nummern drauf. Jedes Bandmitglied hat eine Nummer. Deswegen. Joey war Nummer 1, weil er, glaube ich, das erste Mitglied war. Wie gesagt, der Tod hat mich echt hart getroffen. Ich habe in der Nacht sehr oft Till We Die gehört, weil mich der Tod doch echt ein bisschen schockiert hat, weil er wurde nur 46 Jahre alt. Ja, so ein Aufklappding. Hier ein schönes Bandfoto. Lyric. Ja, ist halt ein Metal-Klassiker, so, ne? Ich glaube, es gibt genug Jugendliche da draußen, die ohne Slipknot heute kein Metal hören würden, so. Also von daher kann man allein schon aus diesem Punkt, dass sie einfach viele Menschen, viele jüngere Menschen in die Welt der harten Musik gebracht haben, einfach auch nicht sagen. Klar, man kann ihnen Kommerz vorwerfen, man kann sie sagen, dass das eine Fasching-Band ist, man kann auch sagen, dass, kann man gerne sagen, aber man kann halt das nicht bestreiten, dass einfach viele Menschen, die vorher keine Bezugspunkte dazu haben, auf einmal angefangen haben, sich für extreme Musik zu interessieren. Und deswegen, allein dafür, haben sie meinen Respekt. Und für mich als Jugendlicher waren sie sehr wichtig, aber das ist halt mit der Zeit immer weniger geworden. Trotzdem hat mich der Tod sehr getroffen und das war halt ein Anlass, die Teile wieder ins Regal zu stellen. Slipknot, die Self-Titled. Und jetzt zum letzten, wir sind schon bei 20 Minuten, Iowa, das heftigste Album, das Wir zeigen der Welt Mittelfinger-Album und das ist voller Hass und Selbsthass und keine Ahnung, wir sind abgefuckt. Ja. Leider ist das ein richtig scheiß Cover. Das Original-Dingens kommt mit so einer Art Alufolie-mäßig, also silberglänzend Alufolie-mäßig, also so spiegelnd silberglänzend. Das hier ist, wo dann auch wenn du das ins entsprechende Licht zeigst, hast du natürlich auch diesen Regenbogeneffekt und den wollte man hier erreichen, indem man ihn druckt. Und so sieht das echt scheiße aus. Ich hätte lieber das Originale gehabt mit diesem silberglänzenden, ja. Iowa. Was kann man hierzu sagen? Es ist düsterer, es ist bedrohlicher, es gibt mehr einen Fick drauf, es ist metallischer, die Elektro- und Hip-Hop-Dinger sind komplett draußen. Es ist deutlich aggressiver, deutlich brutaler, mehr Nihilismus. Es hat eine sehr starke Death-Metal-Seite, People Accuse Shit zum Beispiel, Disaster Price und Metabolic sind sehr Death-Metal-mäßig. My Plagger hat eine ziemlich geile Hookline, People Accuse Shit ist einfach in die Fresse. Left Behind ist der Hit, die Band wollte eigentlich keinen Hit schreiben, aber dann gab es Left Behind und dann hatten sie doch einen Hit. Everything's End habe ich mega oft gehört, Disaster Price ist geil. Theoretic Anthem ist ein Hit, den jeder Fan von Slipknot auswendig kennt. Und Skin Ticket und Iowa sind mittlerweile meine Lieblingssongs, weil die dieses Bedrohliche und Düstere wiedergeben, die einfach wirklich kaputt sind. Iowa ist ein 14-minütiger atmosphärischer Song, der sich am Ende komplett ins Kaputte steigert. Und Skin Ticket ist auch ein sehr düsterer und kaputter Song. Und das sind so Songs, die ich jemandem zeigen würde, der sagt, Slipknot sind ja eigentlich nur kommerziell und so, weil die beiden Songs sind das genaue Gegenteil von kommerziell. Auf jeden Fall hier 2001 und das Album war in meiner Phase als jugendlicher Rebell, als ich bin wütend ohne Grund und will dagegen sein, war das Album sehr wichtig und People Accuse Shit und so. Das war halt so als Jugendlicher, der dagegen sein wollte, halt die Message und ich habe den Song sehr oft gehört, dieses Album, deswegen. Das war eine Zeit lang mein Lieblingsalbum. Es ist sehr lange her, aber das war. Und ich schäme mich dafür, garantiert nicht. Weil es war sehr wichtig für mich. Die CD beinhaltet die Lyrics von dem Titeltrack. Das war bei dem Original auch so. Wir haben ein zum Cover passendes Siegen-Embryo im Innern. Und wir haben die restlichen Lyrics von nicht täusche. Auch wieder in so einem komischen Aufklappding. Komm raus. Ja. Gar keinen Bock, ey. Das war aber schon beim Original so. Beim Original war das aber. Boah, ich hatte die. Beim Original war das so. So durchsichtiges
Papier, so, also nicht so durchsichtig, aber so durchsichtig wie Butterbrotpapier, ne? So war das von der Macher. Das hier ist nicht mehr transparent. Hier haben wir die einzelnen Bandmembers. Ja. Die Lyrics. Okay. Schwarz auf Rot kann ich jetzt hier nicht so gut zeigen, aber hey, die Lyrics kennt man eh, wenn man das Album kennt. Und ja. Es ist halt ein moderner Klassiker, finde ich. Und das Album. Danach wurden sie deutlich kommerzieller. Die Volume 3 fand ich noch gut. Aber die finde ich aus heutiger Sicht recht langweilig. Okay, die nicht langweilig, aber zu vorhersehbar. Die All Hope Is Gone war mein Anfang. Also damit habe ich angefangen Slipknot zu hören. Und die fand ich wirklich, damals fand ich die sau gut, als ich die kennengelernt habe. Aber mittlerweile ist das, nachdem ich dann die anderen Alben kennengelernt habe, wurde das mein Hassalbum von Slipknot. Nicht, weil es wirklich schlecht ist. Es ist einfach nur langweilig stellenweise. Also wirklich langweilig, nicht schlecht. Langweilig. Und Five hat mich damals sehr überrascht und die fand ich extrem gut. Vor allem, weil ich im Nachhinein All Hope Is Gone ziemlich langweilig fand. Und dann war das für mich so, boah, sie kommen mit einem geilen Album zurück. Aber ich fand dann, als ich dann immer mehr Musik gehört habe, den Sound schrecklich. Und ich kann die mir kaum noch anhören. Und die neue habe ich nicht mehr gehört, aber die beiden Alben wollte ich unbedingt in der Sammlung haben, weil sie halt essentiell für meine Jugend waren, prägend waren und ja, mit Joy Jordison halt ein Jugendidol weniger auf diesem Planeten von mir weilt. Und das fand ich sehr tragisch und deswegen wollte ich diese beiden Alben gerne haben. Ja, und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns Freitag bei dem nächsten Doppel-Review. Und bis dahin haltet die Ohren still. Ciao!